Ein Unternehmen, das ja sehr viel mit dem Kfz-Verkehr zu tun hat, die Infrastruktur, die hochrangige Infrastruktur dafür zur Verfügung stellt, ist die ASFINAG. Und die ASFINAG hat natürlich auch viele Firmenfahrzeuge gehabt und das Auto spielt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Rolle. Und umso spannender ist da jetzt natürlich die Umsetzung des Mobilitätskonzepts der ASFINAG, wo auch Mobilitätsmanagement umgesetzt wurde. Und ja, Florian Koch wird uns das jetzt vorstellen. Bitte, Florian Koch. Guten Morgen aus Salzburg. Vielen Dank für die Einladung, Christian. Kann man den Bildschirm schon sehen? Kann man schon sehen, ja. Sehr gut. Dann auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Guten Morgen und schön, dass wir da uns zu dieser wichtigen Veranstaltung zusammengefunden haben. Ich darf Ihnen ein bisschen was über das Mobilitätskonzept bei der ASFINAG erzählen. Wir haben schon einige Punkte, die auch bei uns zutreffen, von den Vorrednern schon gehört. Ich möchte Ihnen auf vor allem ein paar spezielle Punkte nochmal eingehen, die bei uns sehr gut funktioniert haben oder auch geholfen haben, die Mitarbeiter da abzuholen. Vielleicht einleitend ein paar Worte. Wir haben vor 2 Jahren mit dem Mobilitätskonzept gestartet, mit der Umsetzung. Bei uns ist das aber nicht ein Projekt, das, sagen wir mal, über einen gewissen Zeitraum jetzt als abgeschlossen gilt, sondern wirklich ein Projekt, das wir auch in die Zukunft weiter als Prozess fortsetzen wollen, beziehungsweise mitnehmen wollen und auch weiter stetig daran arbeiten, um da Verbesserungen zu erzielen. Wir haben vor 2 Jahren mit 3 Hauptbereichen eigentlich gestartet, die wir für uns identifiziert haben, wo wir einfach besser werden wollen. Sie sehen das auf der Folie. Als ersten Punkt ist Digital First, wo wir auch vorher schon gehört haben mit Dienstreiserichtlinien. Wir haben es einfach gesagt, wir wollen da mehr in den digitalen Raum verlagern. Corona hat uns ja alle ein bisschen in den digitalen Bereich gezwungen. Das wollten wir aber auch beibehalten, wo wir gesagt haben, Meetings wirklich halt so, wie wir es heute auch machen, wenn digital möglich, dann auch digital nutzen dementsprechend. Wenn Meetings dann vor Ort nötig sind, beziehungsweise natürlich auch, kann man nicht alles digital abhalten, dann wollen wir da natürlich auf die nachhaltigen Verkehrsmittel zurückgreifen. Da haben wir auch sehr viele Maßnahmen gesetzt, komme dann später noch ein bisschen im Detail auch dran, dass wir da die Mitarbeiter auch motivieren und auch einen einfacheren Zugang geben. Das war uns auch sehr wichtig, beziehungsweise den Mitarbeitern haben wir das Feedback bekommen, dass das eine Grundvoraussetzung immer ist. Ich glaube, das Einfachste ist, ins Auto in der Früh einzusteigen, in die Arbeit zu fahren oder auch eben mit dem Auto zu einem Meeting. Man weiß die Strecke, das hat man schon jahrelang gehört. Da ist einfach relativ viel Arbeit auch dahinter, dass man das ein bisschen umstellt. Und als dritten Hauptbereich haben wir eben auch den Bereich des Privaten und auch des Mobilitätsverhalten im Allgemeinen identifiziert, wo wir einfach gesehen haben, da ist sehr viel Möglichkeiten noch da bei unseren Mitarbeitern, dass wir da auch Anreize schaffen, das in ein ökologischeres Konzept einzupacken. Wenn wir uns das ein bisschen im Detail anschauen, was wir gemacht haben, ich habe jetzt nochmal einen Auszug, also es sind natürlich mehr Punkte, aber ein paar wichtige Sachen aus unserer Sicht im ÖV schon dabei. Als erstes, wir haben es auch vorher schon gehört von den Vorrednern, wir haben uns mal unsere Dienstreiserichtlinien angeschaut und uns ist aufgefallen, dass da einfach noch viel mehr der öffentliche Nahverkehr als Beförderungsmittel stärker hervorgehoben wird. Das haben wir dann einfach gleich mal umgesetzt, dass man sagt, okay, das ist mal das Erste, wenn man eine Dienstreise machen muss, was als erstes ausgewählt werden soll. Als zweiten Punkt haben wir dann auch identifiziert von den Mitarbeitern die Rückmeldungen bekommen. Es ist immer kompliziert, wenn man mit dem Zug fährt, muss ich dann Reisekostenabrechnung, muss ich erstmal Geld auslegen. Das ist kompliziert, macht zusätzliche Arbeit. Darum haben wir konzernweit für alle Mitarbeiter mal ein Businesskonto von der ÖBB und der Westbahn eingeführt, wo die Mitarbeiter einfach direkt buchen können, kein Geld auslegen müssen, die Abrechnung dann direkt zu uns kommt. Es war schon mal eine sehr große Erleichterung für die Mitarbeiter und hat auch im letzten Jahr schon die ersten Erfolge, gezeigt. Also wir haben letztes Jahr über 1000 Bahnfahrten gehabt und da über 100 Tonnen CO2 eingespart. Was natürlich auch dazu beigetragen hat, ist der dritte Punkt. Ab 2 Stunden haben wir über unsere Dienstreiseregelung dann auch die erste Klasse für die Mitarbeiter freigegeben, weil wir gesagt haben, wir wollen die Zeit natürlich dann auch produktiv nutzen. Und in der ersten Klasse ist dann meistens doch ein bisschen ruhiger und war auch für viele Mitarbeiter ein Ansporn, dass sie wirklich auf den Zug umgestiegen sind.
ein Erfolgsmodell, vor allem in Wien, waren dann auch unsere E-Bikes und E-Scooter, die wir angeschafft haben für den Pool, wo die Mitarbeiter kurze Dienstwege dann einfach auch wirklich bequem mit den E-Bikes und E-Scootern zurücklegen konnten. Ist sehr, sehr gut angekommen. Also da haben wir sehr positive Rückmeldungen auch bekommen. Und auch, was wir gehabt haben mit unserem Pilotbetrieb, mit dem Wegfinder, haben wir auch vorher schon von den Kollegen gehört, öffentlicher Verkehr stärker nutzen, war sehr interessant für uns. Wir haben da sogar in einem Pilotbetrieb Mobilitätsbudget über den Wegfinder zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit der ÖBB da sehr viel Feedback auch bekommen und war ein sehr interessantes System, wo wir auch sehr viel Feedback an die ÖBB gegeben haben, was es vielleicht für die Zukunft noch braucht, um den Wegfinder bzw. die Mobility as a Service App noch alltagstauglicher zu machen. Und was wir auch natürlich auch haben, Fahrkostenentschädigung für unsere Jahreskarten in den jeweiligen Bundesländern, wo die Mitarbeiter beheimatet sind. Das haben wir über unseren Kollektivvertrag auch geregelt. Vielleicht ganz kurz noch zu einem weiteren Erfolgsmodell, was wir umgesetzt haben. Der Kollege Christian hat es vorher auch schon erwähnt. Wir sind gerade dabei, auch unseren Fuhrpark komplett auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Das soll bis 2025 dann abgeschlossen sein. Unsere Elektropoolfahrzeuge, die wir in ganz Österreich auch im Einsatz haben, haben wir für unsere Mitarbeiter kostenlos für die Nutzung an Wochenenden zur Verfügung gestellt. Also die Mitarbeiter können sich die Fahrzeuge am Freitagnachmittag mit nach Hause nehmen, für Privatfahrten nutzen und am Montag dann wieder mit in die Firma nehmen. Was war unser Anliegen dahinter? Wir wollten natürlich auch eben mit dem Verbesserungspotenzial der E-Fahrzeuge, Sie haben zumindest dann in der Nutzung in Österreich einen deutlich besseren CO2-Bilanz als herkömmliche Fahrzeuge, wollten wir natürlich auch einen möglichst niederschwelligen Einstieg für die Mitarbeitenden schaffen, um die E-Mobilität kennenzulernen. Das ist uns sehr gut gelungen. Also wir haben da mittlerweile über 1000 Ausleihvorgänge schon mit dem Poolcar-Konzept für die Privatnutzung. Und die Mitarbeiter nutzen das auch wirklich, um mit der E-Mobilität in Kontakt zu kommen, um da erste Berührungspunkte zu finden. Also da war vor allem am Anfang noch sehr, sehr viel Scheu. Und das war auch für uns ein großes Learning aus der ganzen Umsetzung vom Mobilitätskonzept, die Mitarbeiter wirklich abzuholen, mitzunehmen und auch versuchen, in den ganzen Prozess einzubinden. Man hat es bei den Elektroautos gemerkt, da war es vor allem am Anfang so, da waren extreme Berührungsängste von den Mitarbeitern, weil sie teilweise noch nie ein Elektroauto gefahren sind, noch nie Automatik gefahren sind, also ganz banale Sachen. Und trotzdem haben wir es dann eben durch solche Maßnahmen geschafft, dass die Mitarbeiter sich immer mehr damit anfreunden und jetzt auch immer positiveres Feedback zu den Fahrzeugen geben. Diese Reichweitenangst, die ja immer wieder vorherrscht, ein bisschen außer Kraft setzen konnten. Und da, glaube ich, mittlerweile doch den ein oder anderen Mitarbeitern schon von Elektromobilität überzeugen konnten. Für uns ein letzter Punkt, was wir da auch noch gehabt haben, und das kann ich auch nur allen mitgeben, die planen, da weiter in die betriebliche Mobilität einzutauchen. Die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, müssen abgeholt werden. Es soll nicht immer nur ein von oben herab sein, auch wenn die Führungsebene natürlich, was wir schon gehört haben, ganz, ganz wichtig ist. Aber auch die Mitarbeiter dürfen da nicht vergessen werden. Wir machen jetzt zum Beispiel ab August dieses Jahres spezielle Mobilitätsschulungen, wo eben auch die Themen Routenplaner, Elektromobilität und eben auch dieses ganze Nutzen von den Businesskonten, wo es teilweise Potenziale drin sind, was die Mitarbeiter noch nicht kennen, wollen wir da einfach noch näher bringen und schauen, dass wir das ganze Thema umweltfreundliche Mobilität noch weiter vorantreiben können. Das war's von meiner Seite mit dem Vortrag. Gerne dann auch noch Fragen im Chat oder auch persönlich Kontaktdaten gibt es dann eh, glaube ich, im Nachgang noch. Florian Koch, vielen herzlichen Dank. Ich möchte vielleicht noch eines kurz nachfragen. Was waren denn so die schwierigste oder größte Hürde bisher, die Sie zu überwinden hattet? Ich glaube, die größte Hürde war eigentlich wirklich, die Mitarbeiter abzuholen, was ich schon gesagt habe. Man hat es auch vom Vorredner gerade gehört, die Leute sind es gewohnt, in der Früh ins Auto einzusteigen, in die Firma zu fahren mit dem Auto und dann wirklich die Mitarbeiter zu überzeugen, dass es auch Alternativen gibt. Also sei es jetzt mit den Poolrädern, dass man sagt, ja, probiert es doch mal aus.
die Räder, traut euch mal, Elektromobilität, es passiert euch nichts in dem Elektroauto. Also die Mitarbeiter wollen und müssen abgeholt werden, damit sie das Angebot auch nutzen, weil ich glaube, das beste Angebot hilft nichts, wenn es die Mitarbeiter nicht nutzen dann. Und was war da am wirkungsvollsten? Gab es sozusagen da einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die quasi Frontrunner waren und die anderen mitgezogen haben? Oder welche Punkte sind da besonders erfolgreich gewesen? Also was wir immer wieder versucht haben, ist natürlich dann auch so Best-Practice-Beispiele vor dem Vorhang zu holen. Also wir haben zum Beispiel Kollegen in Kärnten, die schon jahrelang da Dienstreisen mit der ÖBB zurückgelegt haben, bevor wir eigentlich mit dem Mobilitätskonzept überhaupt begonnen haben. Die haben wir dann wirklich versucht, auch vor den Vorhang zu holen, dass die halt auch Kollegen motivieren und dann eben auch, glaube ich, ganz wichtig, und was die Kollegen auch immer gefordert haben, das Thema einfach Schulung, Weiterbildung und eben auch, dass man speziell auf das Thema Mobilität eingeht, weil ich glaube, es hat die Selbstmotivation, dass sich die Leute damit beschäftigen, ist noch nicht allzu groß. Je mehr, dass man ihnen zeigt, je mehr, dass man ihnen da auch an die Hand gibt, macht es einfach einfacher. Und ich habe vorher kurz gelächelt von der Kollegin aus Brüssel, wie sie die Webseiten gezeigt hat, der Man with the Seat 61, habe ich glaube ich das erste Mal 2014 genutzt. Also die Sachen sind immer noch aktuell und ich glaube, wenn man es dann nutzen kann und will, dann ist es auch erfolgreich. Vielen herzlichen Dank, Florian Koch.